Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe mehr oder weniger ausgeschlafen. Heute war so eine typische Nacht, in der mir mal die Decke verschwunden ist und was auch immer. Im Gegensatz zu letzte Nacht, wo ich mich ja gesund geschlafen habe, mehr oder weniger. Da habe ich einfach wie ein Stein durchgeschlafen. Und heute Nacht war dann eher so ganz normale Nacht. Aber ist ja nicht schlimm. Ich merke bloß, dass ich auf meiner Matratze zu Hause einfach tausendmal besser schlafe als sonst wo. Ja, heute ist Freitag. Ich werde bis Mittag vloggen, habe ich mir überlegt. Und dann am Sonntag ab Mittag noch fertig vloggen, sozusagen. Achso, ich habe gestern mal dieses Repair Spray ausprobiert. Nach dem Duschen, aua. Weil ich sonst eigentlich immer eine Haarmaske benutze. Die natürlich nicht eingepackt habe, wieso auch. Meine Haare sehen jetzt ein bisschen durcheinander aus und alles, aber die sind genauso weich wie sonst nach der Maske. Die riechen übelst gut nach diesem Duft, wo ich gesagt habe, es erinnert mich an irgendwas, wonach das halt riecht und ich kann es nicht identifizieren. Und ich glaube, die sind auch echt nicht verfitzt oder so. Also finde ich super cool so. Bin ich also sehr zufrieden mit. So, habe ich auch mal voll verpeilt, irgendwie überhaupt was schon zu filmen. Wir haben gefrühstückt und ich habe das Auto schon gepackt. Wir sind aber noch bis zum Mittagessen hier und wir werden gleich mal in den Keller gehen. Meine Oma will in dem Raum, wo das Öl, also diese Öltanks oder was auch immer zum Heizen halt ist, dass ich da die Glühbirne wechsle. Das heißt, ich kletter da durch so ein winzig kleines Loch in diesen Raum mit Platzangst und stehe dann zwischen den Öltanks im Dunkeln und darf dann eine Glühbirne wechseln. Frohe Weihnachten, aber... Ja, ich werde da schon wieder lebendig rauskommen. Der Kerl hat sich verkleidet, zeige ich euch mal, ist voll süß. Süß. Hast du einen Rock an? Deine Weste? Ja. Die hast du wieder aufgezogen. Der Kerl hatte nämlich zusätzlich zum Rock noch eine Indianerweste an. Die Realität hat mich auch wieder eingeholt. Ich habe gerade noch ein paar wichtige Anrufe erledigt. Und so sieht es aus, wenn man auf... Scheiße, ey. Wieso habe ich mich nicht geschminkt und jetzt mein Zeug alles schon im Auto? Ich glaube, ich muss doch noch was tun. Ich wollte nur sagen, jetzt bei schlechtem Licht, so sieht es aus, wenn man auf seinen Versicherungsvertreter wartet. Also darauf, dass er ins Telefon geht. Er ist noch nicht reingegangen. Und dann anfängt... Okay, in Verkehr drum sieht es echt scheiße aus. Aber, das aufzuschreiben. Ich werde mich jetzt schminken. Ich gehe nochmal schnell zum Auto, hole mir noch mein Zeug. Dann werde ich so in einer halben Stunde anfangen zu kochen. Mittagessen. Gibt Nudeln mit Tomatensauce. Richtig spannend. Und, dann werde ich mich nach dem Essen auf den Weg machen zu meinen Schwestern. Und hoffe, dass bis dahin der Versicherungsvertreter noch angerufen hat. Genau. Sehr spektakulärer Tag heute. Ich fühle mich schon echt tausendmal besser. Also es war echt die klügste Entscheidung, überhaupt hierher zu fahren, dass meine Oma sich ein bisschen um Karl kümmern kann und ich einfach ein bisschen entspannen kann. Und aber auch so generell, also ich habe ja an Medikamenten fast nichts genommen, nur dieses Aspirin-Komplex, als ich hergefahren bin, um die Autofahrt zu überleben. Was halt auch einfach, ich sag mal, von der Verantwortung her, weil ich ja Karl im Auto habe, auch einfach eine richtige Entscheidung war. Ich habe mir das ja dann nochmal geholt, aber habe es nicht genommen, weil ich es dann nicht nochmal brauchte. Und ich habe dann noch so Halsbonbons genommen, diese, ich weiß nicht, wie die heißen. Ich weiß wirklich nicht, wie die heißen, diese roten. Also das ist ja so Medizin, Halsbonbon, was auch immer. Die haben auch gut geholfen, aber auch nur an dem einen Tag, wo ich Halsschmerzen hatte und am nächsten Morgen dann. Und ansonsten habe ich nichts sonst weiter zur Genesung gebraucht. Und jetzt bin ich mir auch sicher, dass ich kein Corona hatte. Das war meine einzige Angst, wo ich dachte, was ist, wenn du Corona hast und du fährst jetzt zu deiner Oma? Deine Oma ist über 70. Und du fährst hier hin, dann zu deinen Schwestern und so. Das ist eigentlich total dumm. Die Sache ist bloß, dass ich niemals so schnell gesund geworden wäre, wenn ich alleine mit Karl in Leipzig geblieben wäre und mich aus Sicherheitsgründen da verbarrikadiert hätte wegen Corona. Und dadurch, dass jetzt auch von Symptomen her Husten und... also hatte ich ja nicht,
Habe ich auch bis jetzt nicht. Oder Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns. Habe ich alles nicht gehabt. Ich war einfach nur einen Tag todesfertig und habe Schnupfen. Das war's. Tausendmal besser. Ich fühle mich auch gleich viel besser. Ich werde jetzt gleich kochen und dann noch die restlichen Sachen ins Auto packen. Dann fahren wir schon zu meinen Schwestern. Einige Tage später, ich habe Freitag aufgehört mit Vloggen, heute ist Sonntag, okay, dann sind es 2 Tage. Ich bin mittlerweile wieder zu Hause und, das ist Dreck auf meinem Display, okay. Habe schon einiges aus dem Auto ausgepackt, habe jetzt hier auch gerade noch die Reisetasche und die Wäschewanne. Ich verreise gefühlt grundsätzlich immer mit Wäschekorb, weil ich da alles lose Zeug reinwerfen kann, keine Ahnung. Jedenfalls, was ich noch auspacken muss. Und dann werde ich eine Wäsche waschen und noch ein bisschen, ich habe näher Deko gekauft, das habe ich euch ja in dem DM-Haul schon gezeigt. Und das noch ein bisschen hier hinschlichten und so. Und so viel wird halt nicht mehr passieren. Mir ist übelst warm jetzt vom Hoch- und Runtergehen. Also wie gesagt, ich war jetzt schon zweimal hoch und runter. Ich bin schon zweimal hoch und runter gegangen. Und ihr dürft jetzt Gezeitraffer sehen, wie ich auspacke. Sehr spannend. Ans Letterboard. Ich habe das jetzt mal ausgepackt. Das ist total weich. Und hier ist auch so ein Beutel dabei, wo ich die übrigen Buchstaben reintun kann. Und ich habe hier gerade gesehen, ich brauche auf jeden Fall eine Schere. Ja, dann werde ich das jetzt mal bestücken. Ich freue mich übelst. Sagen. Zum einen ist mir ultra warm. Ich glaube, das liegt daran, dass es hier in Leipzig generell irgendwie immer wärmer ist als überall sonst und ich liebe es. Zum anderen merke ich, dass ich nicht genügend Fs habe. Mann! Und ich kann auch bei einem E nicht noch was abschneiden, weil dann müsste es ja der untere Strich sein. Und da unten ist aber dieses Teil, wo man das in das Letterboard reinsteckt. Jedenfalls habe ich jetzt ausgemessen in meinem zukünftigen Arbeitszimmer. Genau. Und jetzt messe ich gerade mal hier ab in der Küche für die Regale statt Hängeschränken, weil hier ist eine Dachschräge und alles. Und ich möchte deswegen, also das wäre halt schwierig dann mit Hängeschränken. Und ich will auch gar keine Hängeschränke, weil ich so offene Regale total schön finde. Hier 1,10 Meter und hier 1,10 Meter. Ich bin mir so unsicher, wie viele Regale ich hier hin mache. Ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt gesehen, dass wir auf jeden Fall von der Breite hin passen. Also, der Kühlschrank wird so stehen bleiben. Hier sind genau 30 cm. Da kommt so ein Regal. Es geht dann von ganz oben
bis fast ganz unten. Da unten drunter wird dann, da stehen jetzt Pfandflaschen, da werden dann wahrscheinlich auch irgendwie sowas wie oder M oder so stehen. Jedenfalls ist dann hier so die 30 cm sind schon mal ein Regal. Die Mikrowelle bleibt vorerst mal da stehen. Und dann habe ich jetzt hier ausgemessen, 1,10 Meter passt hier auf jeden Fall hin. Das sind 1,20 Meter, ein Regalbrett. Und hier oberhalb von der Mikrowelle, dadurch, dass hier die Schräge ist, nochmal ein Regalbrett, 1,10 Meter. Das ist, geht ein bisschen weiter nach da. Und dann überlege ich halt, ob, also, weiß nicht, ob da oben drüber eins, eigentlich nicht, oder? Also da noch eins. Ich überlege, ob ich über die Mikrowelle, weil da steht ja jetzt nicht für immer was oben drauf, das sieht auch echt unordentlich aus, ob ich da dann noch so kleine Regalbretter oder sowas hin mache. Ich bin mir total unschlüssig. Ich würde sagen, an der Stelle beende ich das Video. Ich bin mal gespannt, wie lang das wird. Das ist ja jetzt ein Vlog von Freitag und Sonntag gewesen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Das war jetzt wirklich nicht so spektakulär. Dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren da hinterlassen. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar hinterlassen, so rum, wie ihr diese Vlogs bis jetzt so findet und ob das interessant ist. Ob ihr vielleicht von generell so bestimmte Sachen von XY mehr sehen wollt oder ich weiß ja nicht, also so Vlogs oder spezielle Videos, ihr könnt gerne Fragen stellen, ihr könnt alles Mögliche. Ich freue mich auf jeden Fall über Kommentare generell so. Genau. Und dann bis zum nächsten Video.